Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, an den chinesischen Aktienmärkten geht es momentan wirklich rund. Der Shenzhen-Index für A-Aktien hat seit Jahresanfang sage und schreibe 31% zugelegt. Woher kommt dieser Optimismus? Wie hat es China geschafft, offensichtlich so fulminant aus der Krise rauszukommen? Wir blicken hinter die Kulissen, machen das wie immer mit Yen Xun Gast, Fondsmanagerin bei der LBBW Asset Management. Schön, dass du heute mal wieder bei uns bist. China natürlich momentan in aller Munde. Du hast aber noch so ein bisschen einen defizileren Blick. Kannst dir das Ganze ein bisschen genauer anschauen? Blicken wir zunächst mal auf die Aktienmarktrallye. 31% habe ich gesagt, da geht es richtig nach oben. Was steckt da dahinter? Es gibt verschiedene Gründe natürlich für diesen Optimismus. Und ich glaube, die Voraussetzung ist, dass China wieder die Corona-Ausbreitung in den Griff gekriegt hat. Ich glaube, ohne das unter Kontrolle zu bekommen, kommt kein Aufschwung in die Wirtschaft. Und China, muss man sagen, im Hintergrund ist als das erste Land lahmgelegt worden, ist aber auch als der erste, hat er erfolgreich aus dieser Krise herausgeschafft. Und ein anderer Grund ist dann natürlich die ganze Unterstützungsmaßnahmen von dem Staat und den Notenbanken. Und das hat er versucht, auf dem monetären Markt, Kreditmarkt und auch direkt staatliche Investitionen, staatliche Ausgaben und auch für kurze finanzielle Überbrückungsfinanzierung, hat der Staat versucht, die Lücke des Schadens von dem Corona zu füllen und damit das Land, die Wirtschaft, also diese schwierige Zeit überbrücken konnte. Eigentlich auch ein wichtiger Grund, finde ich, vor der Krise hat China schon eine Abschwungsphase erlebt, also circa 1-2 Jahren, begleitet durch Lagerabbauen, Überkapazität abbauen, Schulden abbauen. Und in dieser Zeit hat China im Prinzip diese Abschwungsphase bestanden. Und Ende 2019, Anfang 2020 stand wieder vor einer Aufschwungsphase, also in einem neuen wirtschaftlichen Zyklus. Aber diese Corona Infektion hat diese Entwicklung unterbrochen, aber als der Schaden wieder repariert wird, wird dieser Trend sich fortsetzen. Also quasi mit noch mehr Schwung quasi jetzt da aus der Krise. Sind die Zahlen wirklich so positiv, die wir jetzt aktuell immer sehen? Ist das wirklich so fulminant oder? Ja, die Makrodaten oder die offiziellen Makrodaten trauen vielen nicht. Das wurde auch mich ständig gefragt. Aber ich glaube, die Zuverlässigkeit dieser offiziellen Makrodaten wird sich mit der Zeit schon beweisen. Aber es gibt auch andere Informationsquellen, die diesen Trend genauso bestätigen können. Zum Beispiel, was ich mir immer anschaue, ist es die Straßenverkehr. Also dieser gibt's bekannte Stauindikator ist momentan wieder auf dem Vorkrisenniveau. Das heißt, dass die Aktivitäten wieder zurückgekehrt sind. Und auch zum Beispiel für Absatzmärkte von den verbrauchten Autos ist es auch wieder schnell zurückgestiegen. Und auch die Besichtigung der Immobilienobjekten, die kann man alles wunderbar tracken und das aktuelle Niveau ist es wirklich sehr nah wie vor Krisenniveau. Und auch viele eigentlich deutsche Unternehmen, wie zum Beispiel SAP, Adidas, Dürr oder die alle großen Automobilhersteller, die haben auch sehr gute Entwicklung in ihren chinesischen Markt berichtet. Und das Geschäft läuft, wie gesagt, fast wie oder sogar über vor Krisenniveau. Den Stauindikator, den muss ich mir auch mal auf die Agenda schreiben. Finde ich spannend. Da sind wir aber in Stuttgart dann noch ein ganzes Stück davon entfernt, denn da läuft es morgens eigentlich noch ziemlich gut. Stimmt, ja. Wie groß ist die Angst vor einer zweiten Welle? Wenn wir uns die Infektionszahlen anschauen in den USA oder auch in Brasilien, da tut sich momentan ja so viel rund um den Globus. Wie groß ist die Sorge, dass das auch wieder nach China eingeschleppt wird? Also meine Familien und auch viele Freunde, Verwandten, sie leben in China. Was ich mitbekommen habe, ist, dass diese Sorge relativ gering ist. Natürlich in China spricht man auch von der zweiten Welle, aber das ist nicht wie in den USA, dass man eine tägliche neue Infektion von 20.000 auf 70.000 angestiegen ist, sondern von durchschnittlich täglicher 20 neue Fälle auf 70. Aber
Klar, das ist auch ein Anstieg, muss man das ernst nehmen. Aber die konzentriert sich vor allem in einzelnen Brennpunkte und die kann man gut durch Tracken, durch Quarantänemaßnahmen unter Kontrolle bekommen. Also ich glaube, auch einen anderen Grund für diese relativ, in Anführungszeichen, Sorglosigkeit ist, dass China in der Krise viel Erfahrung gesammelt hat und auch viel Vertrauen gewonnen hat. Und Vertrauen in die Führung, in die Organisation von dem Staat und Vertrauen in die öffentlichen Gesundheitssystem und auch Vertrauen in der Kooperation, Disziplin der Bürger und Bürgerinnen. Und klar, da gibt es auch viele Probleme, Schwäche, aber insgesamt kommt das Land, kann man sogar sagen, mit einem Zuversicht und Selbstbewusstsein aus der Krise. Ein Thema, was natürlich auch noch belastet, ist der Handelskonflikt zwischen USA und China. Das Verhältnis hat sich ja wieder merklich abgekühlt. Natürlich alles kurz vor dem Wahlkampf. Da wird natürlich auch eine gewisse Taktik seitens Donald Trump dahinter stecken. Inwieweit ist das ein großes Problem für China oder haben wir uns schon fast dran gewöhnt? Beides. Also das ist tatsächlich ein großes Risiko, also meiner Meinung nach. Also wie Sie gesagt haben, vor der Wahl muss man mit mehr, sagen wir mal, Provokationen, mehr Konflikte von der Trump-Regierung rechnen. Und das ist ein, sag ich mal, ein bewährtes Instrument, ein Wahlinstrument von eigentlich beiden Parteien. Aber gute Nachricht ist, was Handel betrifft, wird wahrscheinlich nicht viel kommen, weil das eigentlich auch einige Wahlgruppen, Wählergruppen von Trump negativ treffen konnte. Deswegen erwartete man eher politische oder diplomatische Attacke oder Sanktionen gegen Personen oder Unternehmen aus China. Kurzer Blick noch auf die Bewertung der Aktienmärkte. Wie sieht's da aus? Die Märkte sind schon richtig gut gelaufen. Könnte es da im Herbst nochmal einen Schwung nach oben geben oder ist es eher schon ein Niveau, wo man sagt, lieber Kasse machen? Also ich glaube, das Konsens ist schon, dass China also die Tiefe schon hinter sich hat und ist auf einem guten Weg, auch sich nachhaltig und gesünder zu erholen. Aber was wir, also das ist schon die Grundlage für einen Bullmarkt, einen auch mittelfristigen, langfristigen Bullmarkt. Aber was wir im letzten Monat gesehen haben, das war einfach ein verrückter Buller und das kann nicht viel weit laufen. Und also die Fundamentals war gut, aber die Bewertung hat sich zu schnell davon entfernt. Und deswegen haben wir auch wieder Korrektur gesehen und jetzt stabilisiert der Kurs auf einem relativ hohen Niveau. Ich glaube, egal wo die weitere Korrektur noch kommen konnte, wegen Sentiment oder über Risk of oder Anspannung zwischen USA und China, könnte als eine gute Einstiegsgelegenheit genutzt werden, weil, wie gesagt, die Fundamental in China steht sehr gut und auch die langfristige Aussicht auch ganz gut. Ja, soweit unser Blick hinter die Kulissen, mit dem Blick natürlich auf die aktuelle Entwicklung an den Märkten. Die chinesischen Aktien sind schon richtig gut gelaufen, einige Belastungsfaktoren gibt es natürlich auch noch, aber ein durchaus optimistisches Fazit. Jens Schöngass, Fondsmanagerin bei der LBBW Asset Management, ganz herzlichen Dank für die Einschätzung. Dankeschön.